In der blauen Ecke Arba Elshani. Er ist slowenischer Meister 2021 gewesen. Hat ca. 40 Kämpfe, 25 Siege, 25 Niederlagen. Dieser Kampf findet statt in der Gewichtsklasse Weltergewicht bis 67 Kilo. Und der Boxer für die rote Ecke ist kein anderer als Esat Avdic. Ein junger Bursche aus Innsbruck, der für den Petri Steinerler boxt. 24 Jahre alt, hat 67 Kämpfe bestritten in seiner Karriere. Und 42 Siege eingefahren. Er war österreichischer Jugendmeister zweimal und in der Eliteklasse, in der allgemeinen Klasse, war er einmal Dritter, einmal Zweiter und einmal österreichischer Meister. Ich glaube, wir können uns noch auf einen schönen, guten Kampf freuen. Ich kann nur sagen, ringfrei Runde 1. So ist es. Man muss viel mehr mit der Führhand boxen. Die Führhand ist die Hand, die Distanz verkürzt. Und dann... immer wieder Führhand, Führhand. Genau so, die Führhand richtet den Gegner. Führhand zeigt mir, wie weit stehe ich, wo bin ich. Die Führhand kann ich vorbereiten und dann kommt die Schlaghand. Beide im Ziel gewesen. Sie schenken sich nichts von der ersten Sekunde an. Er ist ein guter Boxer, guter Techniker. Ist auch gut vorbereitet, gut durchtrainiert. Aber auch sein Gegner, Arber Elshani, ist ihm ebenbürtig. Boxt gut mit. Jetzt haben beide Treffer gelandet. Ein ausgeglichener Kampf bis jetzt. Aber Esat hat die Oberhand gewonnen. Esat dominiert von der Ringmitte aus. Und Elshani. Aber jetzt wendet sich das Blatt wieder. Jetzt hat wieder Elshani die Oberhand gewonnen. Jetzt mischen sie beide aus der Halbdistanz. Oh, jetzt ein schwerer linker Haken. Esat zum Kopf und der rechte hinterher. Muss aufpassen, muss er die Hände oben lassen. In der Halbdistanz dürfen die Hände nicht fallen gelassen werden. Jetzt hat Esat getroffen mit einem linken Haken zum Kopf. Und ab in die Ecke. Pause. Was werden wohl jetzt die Trainer zu ihren Schützlingen sagen?
Linker Haken zum Kopf. Bein am Bein. Jetzt geht es aus der Halbdistanz in die Nahdistanz und es wird nur mal gemischt. Jetzt sind sie beide heiß. Beide sind heiß. Liefert aber einen super Kampf ab fürs Publikum. Schön zum Anschauen. Aus der langen Distanz in die Halbdistanz und aus der Halbdistanz in die Nahdistanz und dann wird gemischt. Sehr gut, sehr gut. Und wieder, und wieder. Ja, Kopf umlassen. Ja, jetzt wollen sie es wissen, beide. Wenn der gelandet wäre. Ja, aber Elshani weiß, er ist Gast hier und er weiß auch über den Heimvorteil für den roten Boxer und er weiß auch, dass er vielleicht ein bisschen mehr tun muss. Rechte Gerade war jetzt im Ziel. Bisschen müde, bisschen ausrasten, bisschen bewegen, bisschen durchatmen und dann kommt's wieder und wieder. Linke Gerade war jetzt wie im Ziel vom Blauen. Ja, und jetzt ist Sauscher bereitet sich wieder vor für den Fight. Zahnschutz verloren. Der rote Boxer hat den Zahnschutz verloren. Er hat kurz unterbrochen. Es ist eine kleine Extrapause. Aber es darf halt nicht so oft passieren. Jetzt kassiert der Edin. Essert. Harte Schläge. Hat er nicht notwendig, er ist größer, er könnte ein bisschen mehr auf die Distanz. Wieder eine harte Rechte genommen. Also diese Runde, muss ich ganz ehrlich sagen, geht an die Blaue. Es waren die sauberen Treffer, die offensichtlichen Treffer von Blau. Beide gute Boxer. Super Boxer, super zum Anschauen. Ein attraktiver Kampf. Auf beide Seiten. Essert, lass die Hände oben, zweimal rechts kassiert für nichts. Ich glaube, der ist froh, wenn er jetzt in die Pause kommt. Was machen jetzt die Trainer? Eine Minute Zeit, den Athleten zu erfrischen. Und vielleicht noch eine Info mitgeben. Super Kampf. Also ich würde sagen, jetzt die zweite Runde ganz knapp an die blaue Ecke. Ganz knapp. Also 1-1 in Runden. Und die dritte Runde entscheidet. Dritte Runde wird entscheiden. Blaue Boxer ist sich bewusst, dass er der Gast ist und dass er mehr machen muss. Und er kommt auch, immer wieder. Immer wieder punktet er. Ja, jetzt wird viel auf die Doppeldeckung geschlagen.
Schöne Linke von Essert. Oh, rechts gerade linker Kopfhaken, auch schön vom roten Boxer. Jetzt macht das vernünftig, der Essert. Jetzt boxt er vernünftig. Boxt lange Distanz. Kontert. Ja, rein, raus. Das ist schön. Angriff. Raus. Zweiter Angriff. Sehr gut. Jetzt mischt er nicht mehr so mit. Sehr gut. Weg, weg vom Gegner, weg, weg, ja, bewegen, bewegen. Oh, jetzt hat er wieder eine kassiert. Ja, ja, Arba Elshani gibt nicht auf. Runterdrücken ist nicht erlaubt. Oh, zweimal daneben. Müde, müde, er ist müde. Aber die rechte war wieder gut. Elshani rastet ein bisschen aus, bewegt sich ein bisschen, holt Luft. Ja, und jetzt Essert. Sehr gut, schöner linker Haken zum Kopf. Der hat auch Wirkung gezeigt. Rechte wieder, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut, schöner Kampf und knapper Punktesieg für Roth. 2-2 ins Runden, so habe ich es gesehen. Und wenn Roth jetzt gewinnt, dann steht es insgesamt 12-6 für den BC Steinadler Tirol. Gegen Boxclub Tivol Olympia aus Laibach. Und durch das Sieg dieser Teilnehmer AGM ist gekommen. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Ja, das kann nur die Rote Ecke sein. Rote Ecke! Ja. Aber Elshani hat einen super Kampf geliefert. Ist ein super Boxer. Um Nuancen, Kleinigkeiten, war Rot besser. Esad Avdic. Aber wir haben einen schönen Vergleichskampf gesehen. Zwischen Tirol und Slowenien. Schöne Kämpfe gesehen. Bis auf ein Fehlurteil meiner Meinung nach. War es eine super Veranstaltung bis jetzt. Jetzt freuen wir uns noch auf den letzten abschließenden Profikampf.